Die Europäische Union besteht seit Juli 2013 aus 28 Staaten. Ihre Grenzen reichen von Madeira und den Azoren im Atlantik bis zum nördlichsten Punkt von Finnland und Schweden, jenseits des Polarkreises. Die EU grenzt direkt an Russland und mit Griechenland und Zypern an den Nahen Osten. In ihr gibt es 24 verschiedene Landessprachen und unzählige Dialekte. Sie ist mit etwas mehr als 500 Millionen Einwohnern, nach China und Indien, die drittgrößte Völkergemeinschaft der Welt und gehört geschichtlich, kulturell und wirtschaftlich zu den vielfältigsten Gesellschaften der Erde. Sie ist der größte Wirtschaftsraum der Welt. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten wird durch Verträge geregelt. Die Geburtsstunde der Europäischen Union war die 1952 gegründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl unter Mitwirkung des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Die Verträge sollten einen weiteren Krieg zwischen den ehemals verfeindeten Nationen unterbinden. Nach den 1957 unterzeichneten Verträgen von Rom kam es zu einer jahrzehntedauernden Weiterentwicklung, bis am 1. Dezember 2009 der Vertrag von Lissabon in Kraft trat. Dieser Reformvertrag war notwendig geworden, um die Verwaltungsaufgaben der durch mehrere Erweiterungen stark gewachsenen Union aufrechtzuerhalten. Er ersetzt die alten Verträge nicht, er ändert und erweitert sie. Durch den Lissabon-Vertrag soll die EU noch demokratischer werden, da das Europäische Parlament als Bürgervertretung mehr Rechte bekommen hat. Die veränderten Mehrheitsrechte im Rat verbessern die Handlungsfähigkeit. Die Positionen des Präsidenten des Europäischen Rates und des Hohen Vertreters für die Außen- und Sicherheitspolitik wurden neu geschaffen. Gemeinsam mit den Präsidenten von Kommission und Parlament vertreten sie die EU auch international. Im Vertrag wird auch die Rechtspersönlichkeit der Union verankert. Damit erhält die EU die Möglichkeit, internationale Abkommen abzuschließen und internationalen Organisationen beizutreten. In diesem Vertrag von Lissabon sind auch die Grundwerte der Europäischen Union festgehalten. Sie sichern in erster Linie die Erhaltung des Friedens, die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes sowie die Freiheit des Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs. Des Weiteren